los geht's. Wenigstens ist der Himmel schön. Kann es sein, dass wir nur auf einem Mond sind? Oder zumindest scheint es ja keine Atmosphäre zu geben, so wie es aussieht, ne? Sieht aber auch hübsch aus da hinten. Na gut. Wir haben gleich in der Nähe ein anormales Signal. Okay, Wissenschaftlerbasis und Trümmer. Natürlich erstmal zur Anomalie und danach dann direkt zur Wissenschaftlerbasis. Die Trümmer dann wieder als letztes und dann haben wir auch das hartes Gamma-System komplett abgearbeitet. Beziehungsweise nicht System, sondern Cluster. So, ja, kommt mir wirklich so ein bisschen mondartig vor hier, ne? Na gut, was soll's. Warum nicht? Es muss ja nicht immer ein grüner Planet sein oder ein Eisplanet. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine verlassene Basis. Wo ist denn hier der Kraft... Achso, wir stehen direkt davor vor dem Kraftstofftank. Kommt mal da weg, ich will mal wieder ein kleines Feuerwerkchen zünden. Hui! Es ist immer so schön. Na gut, genug rumgespielt. Matriarchenschrift gefunden, wirklich. An diesem Ort scheint einmal jemand gelebt zu haben. Nein, wer hätte das gedacht? In der kleinen Kiste befanden alte Lebensmittel? Ah ja. Und eine der Schriften der Matriarchin Lili Naga. Die Schrift ist noch in gutem Zustand, anders als die Lebensmittel. Yeah. Lecker. Gut. Kurz hier noch dechiffriert. Und weiter geht's. Schon wieder ernsthaft? Materialschrift gefunden, es kann nicht geklärt werden, wem dieses Behältnis gehört, aber im Inneren haben sie die eine der Schriften der Materialschrift Lili Naga gefunden. Was ist denn hier los? Ich frage mich gerade, wie viele ich schon gefunden habe. Und wie viele über soll ich bin. Wirklich. Matriarchenschrift gefunden. Bei der Untersuchung der Trümmer fanden sie eine weitere der Schriften der Matriarchin Lili Naga. Sie ist etwas beschädigt, aber in weiten Teilen intakt. Schön. So. Deaktivieren wir ja noch kurz. Nahe des Transmitters empfängt ihr Kommunikationssystem die Aufzeichnung eines erhabenen Streichquartetts. Okay. Sie deaktivieren das System. Wer immer hier gelebt hat, ist schon sehr lange Zeit nicht mehr hier gewesen. Die Kisten sind mit dem Kreidestaub von Chohe bedeckt und die Statusleuchten der Hütte zeigen an, dass die Atmosphäre schon seit langer Zeit nicht mehr aufrechterhalten wird. Gut. Hauptsache die Musik läuft noch. Die Leiche will unterhalten werden. Die Leiche, die wir nicht gefunden haben, zugegebenermaßen. Vielleicht finden wir ja etwas bei der Wissenschaftlerbasis heraus. Vielleicht war das ja mal ein Außenposten der Wissenschaftler, die dann jetzt von den Biotikern hops genommen wurden oder so. Keine Ahnung. Vielleicht haben auch die Biotiker kurzzeitig mal dort gelebt, bevor sie dann die Wissenschaftlerbasis gestürmt haben. Wir werden es nie herausfinden. Oder vielleicht doch. Dies und vieles mehr in der nächsten Folge von Erkundung des Weltraums. So, wo müssen wir eigentlich hin? Süden. Okay, einfach nach Süden. Sehr gern. Dies wäre der perfekte Ort für ein Becken mit Meer. Wenn man Wasser hätte auf diesem Planeten. Er sieht mir nicht danach aus. Na gut. Rein ins Lager. Und es ist mal wieder so eine unterirdische Basis. Na gut, von mir aus. Wow. Schalten Sie die Terroristen aus, aber seien Sie umsichtig bei der Wahl Ihrer Ziele. Die Zivilisten sind von der Droge so weggetreten, dass sie geradewegs in ein Feuergefecht hineinlaufen. Das werden wir noch hinkriegen, denke ich. Welche Droge eigentlich? Wovon redet ihr? Okay, klatschen wir mal ein paar Biotika. Meine Lieblingsfeinde. Gut. Ich behalte gleich mal alle beide bei mir. Ich sollte es gar nicht erst zu weit vorwagen. Wahnsinniger Wissenschaftler. Sind das die Bösen, die wahnsinnigen Wissenschaftler? Oder sind das die nicht ganz so Bösen? Nee, das sind nicht die Bösen. Okay, hier gibt es noch extra die Terroristen. So, müssen wir bloß ein bisschen aufpassen hier. Wow, Moment. Ihr seid die Evolution, natürlich. Ein wenig Degeneration eher, hä?
Dich mache ich fertig. Ja, wartet mal. Moment, Moment. Wir hauen einmal den Overkill rein. So. Ja, was ist auch für den? Und war's das schon? Das ging schnell. Na gut, von mir aus. Allzu sehr sind mir die Verrückten dann nicht in den Weg gekommen, muss ich feststellen. Wenn ich nicht stillhalte, kommt alles raus. Und dann bin ich nicht mehr ich selber. Ich bin nicht ich, wenn alles rauskommt. Ich muss stillhalten. Aber es gab auch nicht allzu viele verrückte Wissenschaftler hier, ne? Okay, einen Forscher scheinbar aber getötet zu haben, aus Versehen. Ich mach mich. Das war's für dich. Na gut, haben wir halt einen getötet. Passiert. Sie haben die Einrichtung geräumt und unter Kontrolle gebracht. Die Zivilverluste waren akzeptabel. Die Evolution der Menschheit also. Diese Biotika scheinen sich nicht von den übrigen Verbrechern zu unterscheiden. Ja, mir wäre es natürlich lieber gewesen, gar keinen zu ermorden. Wenn ich lächle, läuten die Wände. Ich mache so viel Musik. Alter, tolle Synchronstimme, gefällt mir. Ja, mir wäre es natürlich lieber gewesen, gar keinen zu ermorden. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, wann ich denn hier einen getötet habe. Wenn ich nicht stillhalte, kommt alles raus. Und dann bin ich nicht mehr ich selber. Ja, das kennen wir schon. Ich bin nicht dicht, wenn alles rauskommt. Ich muss stillhalten. So, also vielleicht ist da bei irgendeiner Explosion oder so mal mit einer draufgegangen. Vielleicht waren es auch die Biotika, die den getötet haben. Bestimmt. Ich war es bestimmt nicht. Ich bin doch ein Guter. Ich töte doch keine Unschuldigen. So, haben wir hier noch was? Ja. Schön. Ein Hyperschalllauf haben wir noch gar nicht gehabt bisher. Ja, damit. Und damit hat sich auch das hier abgearbeitet. Gut, dann werden wir noch kurz die Trümmer draußen checken. Und dann ist auch das hier erledigt. Dann bleibt nur noch der Pferdekopfnebel und die Cerberus-Zentrale. Es ist natürlich nur ein Hauptquartier von Cerberus. Denn ich habe das schon mal irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten oder, nee, eher in der vorletzten Aufnahmesession war das, erwähnt. Cerberus arbeitet in völlig isolierten Zellen. Das heißt, die eine Zelle kennt die andere nicht. Und alle bekommen nur so viele Informationen, wie sie benötigen. Die Leitung von Cerberus bleibt immer im Dunkeln und man erfährt eigentlich nie, wo sie agiert, von wo aus sie agiert und aus wem sie besteht. Keine Ahnung, weiß man nicht. Zumindest hier nicht. Ich will ja nicht sagen, dass das immer so bleiben wird. Denn wie gesagt, Cerberus wird noch eine größere Rolle spielen, eine viel größere. Und da will man dann natürlich auch ein bisschen mehr über sie erfahren. Aber dazu mehr im zweiten Teil. Denn dort wird es eine wesentlich zentralere Rolle spielen als hier. Hier gibt es so einen kleinen Vorgeschmack darauf, was denn da so alles kommen mögen wird. So, Quecksilber brauchen wir eigentlich nicht, nehmen wir trotzdem mit. Einmal her damit. Zack. Großes Quecksilbervorkommen, wunderschön. 36.000 Credits, ein Traum. Gut, wir gucken noch mal kurz auf die Karte. Ich muss nur nach Westen, nicht nach Südwesten. Okay, wahrscheinlich... Nein! Muss das denn sein? Oh, wie ich diese Biester hasse. Die kommen auch so völlig unvermittelt aus dem Nichts immer. Diese Schweinehunde. So, einfach mal draufhalten, bisschen Schlängellinien fahren. Ach, hier. Bin ganz froh, dass wir nie zu Fuß gegen einen Dreschlund kämpfen müssen. Mit dem Marco ist es mir doch ein bisschen sicherer, das Ganze. So, das war's auch für den. Ich hoffe, der bleibt auch tot. So, gab auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geld. Braucht man natürlich nicht, aber naja, mal so zwischendurch mitgenommen. Gut, auf zu den Trümmern. Zack. Das noch kurz mit reingesackt. Was ist das denn? Abgestürzte Sonde, aha. Gut. Stecken wir noch mit ein. Was haben wir denn da? Schildinterface, Medi-Exoskelett. Ja, von mir aus. So, zurück zur Nomini. Und damit ist Hades Gamma jetzt endgültig durch. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Gute Arbeit, Commander. Sie haben die Biotika mit minimalem Kollateralschaden ausgeschaltet.
Ich habe heute Unschuldige getötet, Admiral. Die Biotiker haben es angezettelt, aber ich habe den Abzug gedrückt. Die Biotiker hatten jeden Vorteil, darunter auch menschliche Schilde. Sie haben eine Handvoll Zivilisten verloren. Jede andere Einheit hätte Dutzende Unschuldige abschreiben müssen. Sie haben eine Menge Leben gerettet, Commander. Fünfte Flotte Ende. Ja, einer ist gestorben, das tut mir leid. Wollten wir natürlich nicht, aber ich habe es auch wirklich nicht mitgekriegt, an welcher Ecke der jetzt dann mit draufgegangen ist. Das ist mir einfach entgangen. So, auf zum Pferdekopfnebel. Nicht nach Pax, nicht nach Strenus. Wir müssen nach Fortuna, nehme ich an, oder? Ich weiß es gar nicht. Machen wir einfach mal. Wird schon stimmen. Bin jetzt auch gerade irgendwie zu faul nachzuschauen. Na komm, wir schauen nochmal nach. Gehen wir nochmal kurz raus hier. Ins Journal. Feindliche Übernahme war das. Fortuna, genau. Pferdekopf ist ne, aber es steht nicht genau da, wo wir hin müssen. Werden wir wahrscheinlich noch sehen. Gut, dann erkunden wir mal das System. Das sieht nach einem Gasriesen aus. Das bedeutet immer was zum Mitnehmen. Turianische Insignien gefunden. Beim Scannen des Planeten Maganlis haben sie die Überreste eines beschädigten Forschungsschiffes gefunden. Ihr Rettungsteam fand keine Überlebenden, aber dafür die Insignien des Rokam-Außenpostens. Sehr gern. Immer her damit. Amaranthine. Wer hätte gedacht, dass das der Planet ist zum Landen? Okay, Amaranthine holen wir uns gleich. Erstmal schauen wir noch kurz, was wir hier finden können. Ein bisschen Plutonium zum Mitnehmen. Plutonium to go. Auf Ventania gibt es nichts. Okay, das dachte ich mir schon. Dann auch nach Amaranthine. Und dann wollen wir mal... War die Zunge wieder zu langsam fürs Denken. Dann wollen wir mal mit Helena Blake reden. Dass man dafür jetzt extra wieder einen kompletten Planeten einrichten musste. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt hätte sein müssen. Bisschen finster ist es hier. So, wir sind hier oben. Trümmer, Anomalie, Techniker, Außenposten, alles klar, auf nach, erstmal nach Ostwesten. Ostwesten. Erstmal noch hier das Vorkommen mitnehmen und dann nach Südwesten werden wir uns da nach und nach durch diese Kette durcharbeiten. Es geht langsam aufs Ende der Nebenmission zu. Ist das nicht schön? Oh schön, es gibt selten Erden. Wo ist es denn hier? Ich sehe es gar nicht. Es ist so dunkel hier. Und draußen ist es so hell hier in der Wirklichkeit. Ein kleines Iridium-Vorkommen reicht zu. So, auf nach Südosten, Westen, Südostwest. Versteht ihr? Ui. Ja. War gewollt. War voll gewollt. Der Breakdance. Der Marco Dance. Gut. Haben wir wieder Kurs gefunden. Mal kurz schauen. Ja, das passt. Ah, da unten ist es ja auch schon. Es ist irgendwie immer so, jedes Mal, wenn ich auf die Karte schaue, um zu überprüfen, ob ich noch in die richtige Richtung fahre, taucht kurz danach das Ziel auf dem Radar auf. Eigentlich wirklich fast jedes Mal. Na gut, was haben wir? Eine Sonde wahrscheinlich, ne? Ja, es ist irgendwie immer eine Sonde, wenn Trümmer angezeigt werden. Na gut, warum nicht? Ah, scheiße, die Lücke nicht erwischt. Oh, dafür die erwischt. Da, wo es ein bisschen unwahrscheinlicher war. Natürlich, wie immer. So, jetzt aber Südost. So. Mit dem Mut der Verzweiflung mal wieder irgendwo durchgerusht auf den Dingern. Ui, ab ins Loch. Gut. Mensch, ist das hier verkarstet. Meine Güte. So, einmal runter in die Ebene. Dankeschön, dann können wir auch endlich wieder ein bisschen unbehelligter fahren. Okay, schauen wir mal, was es hier drüben gibt. Ich nehme mal an, wenn wir hier dann das abgecheckt haben und dann zu dem Außenposten da aufbrechen, wird es wohl gleich eine kleine Schlacht geben, denn ich vermute bald, Helena Blake wird Zeugen beseitigen wollen. Erstmal aber noch ein Artefakt. Oh, das war blöd. So, Turianische Insignien. Sie haben ein besonders aufwendig gearbeitetes, perlenbesetztes Halsband mit den Insignien der Galatana-Kolonie gefunden. Es scheint sehr alt zu sein. Okay.
So, jetzt mal nach Süd-Südost. Natürlich genau wie die Bergspitze, das ist ja wieder klar. Aber das geht, der Hang ist nicht allzu steil. Gut. Da ist es ja schon. Schön. Wenn die Ziele dann auch in Sichtweite geraten und man nicht bloß mit dem Radar arbeiten muss. So, quälen wir uns mal hier runter. Auf jeden Fall steht schon mal niemand draußen, den wir bekämpfen müssen. Aber Helena Blake muss ja auch erstmal die Fassade des vernünftigen Handels aufrechterhalten, nehme ich an. Also ich traue ihr nicht, weil sie ist ja eine Böse. Das wissen wir ja. Das ist ja eigentlich schon... Jetzt schon, wirklich? Das ist ja eigentlich von Anfang an bekannt, dass sie eine Böse ist. Hallo, Commander Shepard. Hallo. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Da meine einstigen Partner tot sind, ist dieses Syndikat nun mein. Ohne sie wäre mir das nicht gelungen. Ich habe sie getötet, weil sie es verdient hatten. Und jetzt verhafte ich sie. Das ist doch wirklich nicht notwendig. Oh doch. Unter meiner Führung wird sich diese Organisation auf das Glücksspiel und den Schmuggel mit illegaler Technologie beschränken. Diese Verbrechen sind ihrer kaum wert. Wenn sie darauf bestehen, dann werden sich meine Assistenten mit ihnen beschäftigen. Diese Gang ist aufgrund von Drogen und Sklavenhandel berüchtigt. Es ist zu spät, das noch zu ändern. Vielleicht haben Sie recht. Möglicherweise wurde diese Organisation durch diese beiden Idioten auf ewig verdorben. Wenn ich diese Gang auflöse, kann ich gehen. Ich bin nicht so weit gekommen, nur um verhaftet zu werden. Ich würde eher sterben, als ins Gefängnis zu gehen. Ich würde auf jeden Fall töten, bevor ich ins Gefängnis gehe. Haben wir einen Deal? Sie können gehen. Ich will diese Gang niemals wiedersehen. Falls doch. Das wird nicht geschehen. Ich bin nicht so blöd, bei einem Spectre wortbrüchig zu werden. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, meine Männer werden in der Gegenwart von Gesetzeshütern nervös. Leben Sie wohl, Shepard. Schön, hätte ich nicht gedacht, dass wir das irgendwie noch mit Verhandlungen regeln können. Aber ging doch, erstaunlicherweise. Los, los, los! Sie war dann doch ein bisschen verständiger, als ich gedacht hätte. Und die Typen sind schon wieder am Rumschreien hier. Ach, natürlich, Krogane. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier auf die Explosionszelle schieße? Kann ich denn hier noch einen Kampf provozieren, obwohl das eigentlich gar nicht vorgesehen ist? Oder wie sieht das aus? Na gut, ich schaue noch mal ganz kurz in der oberen Etage nach, ob wir dort vielleicht irgendwas absahnen können. Könnte ja möglich sein. Ich meine, irgendwas müssen diese Syndikate doch besitzen. Ne? Hier, Salarianer mit ihrer lustigen Helmform. Das ist wahrscheinlich auch der, der hier die ganze Zeit so rumschreit. Noch einer? Okay. Mal kurz den Spind geknackt. Wenigstens das können wir ja noch mitnehmen. Okay. Ein paar Waffen eingesackt. Finde ich auch gut, dass die sich überhaupt nicht daran stören, dass wir hier eigentlich das Eigentum von denen mit einsacken. Okay, schauen wir mal hier oben. Gut, ein Technik-Kit. Ja, damit. Und ein gehärtetes Wandsafe. Immerhin was. Oh Gott, wo kommen wir denn hier durch? Ich sehe keine Lücke gerade. Ah, ganz unten. Ich hätte auch einfach warten können. Na gut, ansonsten gibt es hier nichts. Dann bedeutet das, Pferdekopfnebel abgehakt. Wir begeben uns zum Hauptquartier von Cerberus. Und das ist wo? Was steht da? Hier steht gar nichts. Cerberus Hauptquartier. Achso, doch. Nephoron im Columbia-System des Voyager-Clusters. Alles klar. Columbia, Voyager. Jo. Sind das nicht beides Shuttles? Ich glaube schon, ne? Das sind beides Space Shuttles gewesen. Die Columbia und die Voyager. Ich kann die bloß nie auseinanderhalten, die ganzen Space Shuttle-Namen. Ich verwechsel die alle jedes Mal. Also ich weiß auch, dass das erste, glaube ich, Enterprise hieß. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht merken, welches denn damals in den 80ern das Unglück hatte. Welches da verglüht ist. War es die Columbia oder war das die Voyager? Columbia? Ich glaube Columbia, oder? Ah, ich weiß es nicht. Na gut, ist auch egal. Jedenfalls haben wir das jetzt abgearbeitet und begeben uns ins Voyager-Cluster. So, Voyager war hier drüben, glaube ich, irgendwo. Hier, Voyager.
Und da ist Amazon. Und hier unten ist Columbia. Das letzte unbekannte System, das wir stürzen können. Abgesehen von Ilos natürlich. Beziehungsweise dem System, in dem Ilos ist.